360-Grad-Kameras können immersive Videos erstellen, indem dein Zuschauer die Perspektive selber wählen kann. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du das Ganze in DaVinci Resolve umsetzt. Das erste, was du mit einer 360-Grad-Aufnahme tun solltest, ist das Ganze in deine Stitching-Software der jeweiligen Kamera reinzuwerfen. Und da ist egal, ob das Ricoh, Candoa oder Insta360 ist. Das muss gestitcht werden, damit von so einem Video hier zum Beispiel so ein Video rauskommt. Du solltest dir in deiner Stitching-Software auch die Zeit nehmen, das Ganze zu stabilisieren und richtig auszurichten. Also ungefähr so, dass der Horizont auf einer Linie ist, damit am Ende deine Kamera nicht schief steht und jemand die ganze Zeit seinen Kopf drehen muss, damit er überhaupt ein gerades Bild hat. Und wenn du so ein Video hast, dann kannst du das Ganze dann auch in DaVinci Resolve schmeißen. In DaVinci Resolve kannst du dir ein neues Projekt hier unten anlegen, dann auf Create klicken. Und hier möchten wir mit STRG N oder COMMAND N eine neue Timeline einfügen. Und das ist unsere 360 Grad Timeline. Dann möchten wir hier die Project Settings rausnehmen und unter Format hier oben im Dropdown auf Custom gehen und hier ein 2x1 Format eingeben. Hier zum Beispiel hast du mehrere Optionen, die du gehen kannst. Ich würde dir immer empfehlen, die höchste Auflösung deiner Aufnahme zu wählen. Und unter Framerate würde ich auf jeden Fall die 30 Frames nehmen, weil wenn das Leute mit Headset anschauen, dann sind die meistens auf 30 Frames oder höher gematcht. Dann klicken wir auf Create und können unser Footage importieren und trimmen, wie wir wollen. Nun ist es ganz wichtig bei 360 Grad Videos, dem Zuschauer, der ja die Perspektive wählt, nicht die Orientierung zu nehmen, indem man zum Beispiel plötzlich mit der Kamera woanders hinspringt. Hey, hey! Guck zu mir, hey, hier bin ich. Ne? Also, das meine ich. Und wenn du Schnitte setzt, dann solltest du darauf achten, dass deine horizontale Alignment mit dem Point of Interest übereinstimmt. Also zum Beispiel, wenn ich spreche, dass dann auch ich immer an derselben Stelle bin. Du siehst hier zum Beispiel, bin ich in der Mitte vom Frame und ich habe dir natürlich auch ein Panel Grid erstellt, wo du siehst, was links, was rechts und so weiter ist. Und du siehst, ich bin hier ziemlich in der Mitte und im nächsten Shot bin ich auf einmal in the back, also auf der ganz anderen Seite. Das heißt, wir müssten diesen Clip hier noch ein bisschen zur Seite schieben. Das machen wir, indem wir uns unter Effects den Transform-Effekt aus den Open-Effects nehmen, den auf den Clip legen und dann unseren Clip anklicken und hier unter Effects einmal in den Sliders die X-Position so hinschieben, dass ich in der Mitte bin. Und du siehst, jetzt wird hier alles schwarz, aber das können wir ändern, indem wir unter den Advanced Options bei Edge Behavior von Transparent auf Wrap Around stellen. Und damit bin ich von allen in den nächsten Shot an derselben Stelle. Damit wir uns das Ganze am Ende auch so anschauen können, wie als ob wir das auf einer Plattform ansehen, würde ich dir jetzt noch empfehlen, dir folgendes Plugin runterzuladen. Kata VR Reframe. Was ein kostenloses Plugin in Reaktor ist, dazu gehst du auf die Reaktor-Webseite, lädst dir Reaktor runter, das ist eine Lua-Datei, also eine Skript-Datei, die schmeißt du am Ende einfach nur in Fusion und dann kannst du dir den Kata VR Reframe Ultra auch einfach nur installieren. Wenn du Reaktor schon mal installiert hast, kannst du auch einfach auf Scripts gehen, Reaktor, Open Reactor und von da aus Kata VR Reframe installieren. Das ist übrigens auch das Plugin, was du brauchst, um den Tiny Planet Effekt und sowas zu machen. Wie man das macht, habe ich dir da oben verlinkt. Na dann lass uns mal schauen, wie wir uns eine Preview in DaVinci Resolve anzeigen lassen können. Zuallererst müssen wir das Ganze in 16:9 Format bringen, weil YouTube das Ganze in 16:9 darstellt auf Display. Und das mache ich einfach, indem ich einfach ein Overlay on top haue. Es ist ja nur für Preview-Zwecke, das kann ich immer löschen. Und das mache ich, indem ich mir einfach mein Seitenverhältnis-Bar-Overlay hier drauf ziehe. By the way, habe ich dir auch in der Beschreibung verlinkt. Und damit habe ich jetzt schon mal den 16:9 Ausschnitt. Und das schiebe ich zwei Reihen nach oben auf mein Video 3 Layer. Suche mir in der Effect Library einen Adjustment Clip raus. Positioniere den direkt darunter. Und kann jetzt auch hier in meiner Effect Library meinen Kata VR Reframe Ultra hier drauf ziehen. Und damit könnte ich es mir da jetzt auch schon fast angucken. Nur ich muss hier noch das richtige Seitenverhältnis einstellen. Und das ist bei Field of View 0.745 und die Linear Projection hoch. Und so würde es dann auf YouTube aussehen. Und jetzt kann ich mich hier mit Pitch und Yaw umgucken, wie das dann auch auf YouTube aussehen würde.
Und wenn mir das gefällt, wie das hier aussieht, dann kann ich dann am Ende einfach das beides hier mit Backspace löschen und habe wieder mein originales Footage. Okay, das Ganze wollen wir ja dann am Ende auch noch rendern. Also klicken wir hier auf die Rakete, geben dem hier oben den Namen, den es haben soll, und unter Browse bestimmen wir DaVincis Speicherort. Dann möchten wir hier wählen QuickTime H265, weil das die meiste Datenrate da reinprescht. Dann kannst du hier Automatic lassen unter Quality. Du kannst allerdings auch eine Maximal-Kilobit-Rate bestimmen. Ich nehme meistens 80.000 oder höher. Für 4K-Exporte, für 8K und so weiter vervierfacht sich diese Kilobit-Anzahl. Aber wenn du es einfach haben willst, einfach auf Best lassen. Unter Audio möchten wir hier von AAC auf Linear PCM umstellen. Dann möchten wir das Ganze hier unten auf Add to Render Queue klicken. Und dann können wir hier unten unter Render All das Ganze rendern. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt auf YouTube laden, dann wird es immer noch nur als so ein flaches Bild angezeigt und nicht als ein 360-Grad-Video. Grund dafür ist, ihm fehlen Metadaten. Und um die zu schreiben, brauchen wir ein kleines Tool, das sich Spatial Media Metadata Injector nennt. Langes Wort. Aber nenn es einfach das Metadaten-Tool. Und das können wir uns kostenlos runterladen. Und by the way, ich habe dir alle Plugins und so weiter, die ich in dieser ganzen Videoserie nenne, unten in der Beschreibung in der Begleit-PDF verlinkt. Da kriegst du alle Links her. Okay, und das kannst du dir einfach installieren über GitHub. Einfach runterladen, entpacken und dann laufen lassen. Also die Exe anklicken. Dann einfach hier auf Open klicken. Dann dein 360-Grad-Video anwählen, was Metadaten bekommen soll. Dann auf Öffnen klicken. Und dann hier oben einen Haken setzen bei My Video Spherical 360. Dann klicken wir auf Inject Metadata. Dann fragt er uns, wo er es hinspeichern soll. Dann sagt er uns hier oben, erfolgreich gespeichert als unterstrich injected. Und das ist auch die Datei, die du dann auf YouTube hochlädst, damit es auch richtig gelesen wird. Aber das Video ist jetzt nur ein 360-Grad-Video ohne 360-Grad-Audio. Und wie du das machst, das zeige ich dir in diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.